Und da sind wir wieder. Und haben hier den super coolen Canyon gefunden. Und gleich mal schießen wir einen Zombie weg. Mit Pfeil und Bogen. Boom. Weg ist er. Genau. Und diese Zombies, die wollen uns aber irgendwie diese tollen Rohstoffe nicht gönnen. Diese Schweine. Genau. Gut, da war mal ein bisschen Eisen. Ups. Weil wir kommen ja hier eigentlich in Frieden. Aber die Zombies verstehen das nicht. Sind halt dämlich, kann man nichts machen. Ja. Gut, ich überlege gerade, ob ich dann das Wasser nach oben schwimme und blockiere. Was hältst du davon? Ja. Wenn du wieder runterkommst? Ja, das schaffe ich schon irgendwie, hoffentlich. Ich muss nur aufpassen, weil da ist Feuer auch noch, also Lava. Ja. Aber das wird schon funktionieren. Ja, bam, 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 bam. Was denn? Nichts, ach, ich bin nur fast hinuntergefallen. So. Mal schauen. Ja. So komme ich hinunter und da baue ich noch Lapis Lazuli weg. Weil Lapis Lazuli Blöcke sind generell irgendwie schön, finde ich. Ja, zur Verzierung. Ach so. Sie bringen aber nicht wirklich was, aber ja, schön sind sie. Brenner Creeper, sehr gut. Ich habe hier, manchmal hat man Probleme, die Blöcke zu platzieren in Lava, wa? Ja. In Lava ist das manchmal wirklich komisch. Ich komme. Wow! Hast du es gehört? Ja. So, und da teilt sich der Canyon auf in zwei weitere. Oh Mann. Guck mal da oben, ey. Ich werde mich da jetzt mal hochkatapultieren und das Eisen da oben abbauen. Okay. Oder? Ja, mach das. Macht das Sinn? Macht schon Sinn. Ich werde da auch mal einfach ein paar Rohstoffe suchen und abbauen. Bam, 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 bam. So, dann hier rauf. Ah, okay. Da ist wieder ein bisschen Gold. Und Kohle. Da, 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 da. Oh, wenn wir hier wieder rauskommen, dann haben wir richtig Taschen voll mit Eisen. Ja. Dann können wir richtig viel Blödsinn machen, mal. Ja. Oh, ist hier viel Eisen. Unglaublich. Oh, verdammt, okay. Werkbank hast du mitgenommen oder ist die jetzt noch oben? Nein, habe ich nicht. Warum? Spitzhacke weg? Nein, noch nicht ganz. Also ich habe jetzt so gerade meine zweite angefangen. Wir haben ja Kohle. Ich habe ja, wie ich vorher gesagt hatte, man soll ja immer Holz mitnehmen. Hm. Habe ich noch 10 Holz. Ist nicht viel. Okay. Hast du auch noch Holz? Nee, wa? Ich habe nur noch Sticks, ja. Für Fackeln dann. Aus Sticks kann man kein Holz machen, wa? Nein, die sind nur, die habe ich eben mitgenommen, für Fackeln noch zu machen. Ah, okay. Falls es die ausgehen. Ja, Fackeln sind natürlich auch extrem wichtig. Bin jetzt mal runtergefallen, ist auch egal. So, brauchst du eine Werkbank? Soll ich hier eine bauen? Mach mal. Warum nicht, oder? Ja, mach mal eine. Kann ja nicht schaden. Brauche ich mal hier in die Ecke eine Werkbank. Ich mach dir dann auch gleich noch eine Spitzhacke, okay? Ja, wir können ja die Werkbank auch mitnehmen dann. Mhm. Dann ist das Ding. Bam, badam, badam, bam, bam. So. Ich könnte auch einen Ofen bauen, dann können wir hier schon Eisen schmelzen. Ja, kann ich auch ruhig machen, weil du hast ja gesagt, du baust dich da hoch. Ja, ich bin da bis gerade runtergefallen. Aber jetzt probiere ich es nochmal. Okay, nächster Versuch. Genau. Bam, 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 badam. Ich habe fast 2 Stacks Kohle mittlerweile mit. Wow. Hab ich mir noch gar nicht geguckt. Weil ich glaube, ich habe auch nicht so viel, bin nicht so schnell beim Abbauen. Aber zumindest habe ich das hier mit dem Hochdingsen schon mal gelernt. Das wusste ich auch noch vor einiger Zeit noch gar nicht. Was mit dem
hoch, links, was meinst du? Aber was ich hier gerade mache, dass man sich so... Nein! Ah! Aha! Nein! Scheiße! Oh, verdammt. Und weißt du, was mir gerade einfällt? Ich glaube, wir haben in unserem Bett noch nicht geschlafen. Das heißt, du bist nicht mal bei unserem Spawn, oder? Nein. Ich bin an dem, es ist dunkel und ich bin an dem, kannst du das irgendwie da, du hast okay Platz mehr, war einsammeln und dann zur Hütte kommen oder so? Ja. Scheiße. Ich schau mal, ob ich den Weg noch finde. Ich nehme einfach, also deine Sachen kann ich nicht einsammeln, die sind in der Lava. Nein, wirklich? Ja, du bist in Lava gelandet. Och Mann, ey. Das ist alles weg. Scheiße. Ich meine, ich kann jetzt mal den Ofen und alles nehmen und wieder in die Hütte raufgehen, dass wir uns oben wieder treffen oder so. Man ärgert sich auch redet, Mike. Überlege, war ich zu unvorsichtig, aber ich meine, man kann nicht alle da einplanen. Was ist gleich passiert? Hat dich ein Skelett getroffen oder wie? Nein, also hinter mir ist auf einmal ein Creeper gespawnt, genau hinter mir. Okay. Hinter mir ist eine Spinne hinterher, ich bin gleich wieder tot. Und es explodiert und durch die Explosion wurde ich runtergeschleudert und bin dann in die Lava gefallen. Oh, verdammt. Okay, ja, ich mache mir jetzt einfach am Weg nach oben. Ich habe dann nur ein bisschen Gold noch gefunden, das nehme ich noch schnell mit. Ja, nimm mit. Wir treffen uns dann einfach wieder oben beim Haus dann. Ich bin jetzt hier gerade noch beim Suchen. Ah, ich sollte mal meine Minimap aktivieren. Findest du es eh oder soll ich dich suchen? Im Moment weiß ich nicht, wo ich bin. Aber du weißt ja auch nicht, wo ich bin. Doch, ich weiß ja, wo das Spawn ist. Ich kenne mich da schon aus ein bisschen aus der Minimap. Jetzt bin ich bei dieser Höhle, wo wir waren. Oh nein, ey, lass mich doch in Ruhe. Mein schöner Bogen, meine Pfeile, alles weg. Ja. Verdammt. Oh nein. Bei dir auch Monster? Oder hast du Ruhe? Ich habe Ruhe. Ich gehe noch in der Höhle drinnen. Sehr gut. Ohne Probleme. Und wenn hin und wieder ein kleiner Zombie, dann macht mir nichts mehr. Irgendwie ist es auch so ein bisschen... Oh. Nein, lasst mich in Ruhe. Oh. Also heute ist mein Pechtag. In dieser Folge habe ich wirklich jetzt mal ein bisschen Pech. Man kann immer mal Pech haben, ist doch egal. Ja. Wie schaut's aus? Findest du's wieder, oder? Bis jetzt noch nicht. Wo bist du ungefähr? Keine Ahnung. Minus... Naja, die Koordinaten nützen ja nicht. Nee, ich werde es schon finden, kein Problem. Mach mal da weiter, ich suche noch. Ich sag dir dann Bescheid, wenn ich da... in der Gegend bin. Gott sei Dank, mit der Rennfunktion bin ich ja dann doch auch schneller als die Monster. Hier draußen kann man ja auch flüchten, was dann in der Höhle nicht so leicht ist. Ja. Und eingraben über Nacht? Nee, ich suche hier weiter. Wir sind doch, das so eine Art riesige Halbinsel irgendwie. Und da, wo dieser Dschungelbereich anfängt, da ist dann schon im Prinzip der Kontinent. Mhm. So würde ich das jetzt mal abschätzen. Hier sind wieder Schafe. Okay, jetzt bin ich. Oh. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Jetzt habe ich hier eine riesige Wüstenregion gefunden. Das kann nicht. Du musst genau umdrehen, genau in die andere Richtung gehen. Von der Wüste weg. Hast du die schon mal gesehen, die Wüste? Ja. Die war in der Nähe von unserem Spawn dort. Ich habe gerade folgendes Problem. Ich stehe gerade in einem großen Raum. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich weitergehen muss, dass ich hinauskomme. Na, wo denn die Fackeln sind? Die sind überall. In jeden Gang hinein sind Fackeln. Ja. Einfach mal schauen, was ich finde. Hier ist so ein Wasser, der kommt mir bekannt vor.
glaube, ich bin jetzt schon ziemlich nah dran. Jetzt wird's auch wieder hell. Okay. Das ah, ich hab's gefunden. Ich habe unsere Leiter. Yes. Sehr schön. Bam, 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 bam. Da hinten ist der Dschungel. Das wäre doch schon ein bisschen meine Richtung. Ja, unser Haus ist unterm Dschungel in der Nähe. Was auch krass ist, man vergisst beim Spielen, dass man überhaupt sterben kann. Ja. Ja, man tötet die Monster, man hat seine gute Ausrüstung, ey, geil, und die mache ich platt und das Gold hole ich mir noch und da und hier und oh, Diamanten und vergisst, dass man jederzeit sterben kann. Mhm. So geht's mir halt immer. Und dann ärgert man sich. Aber auch nicht wirklich, sondern mehr so virtuell. Mhm. Jetzt bin ich hier im Dschungel. Wow, voll im Dschungel drin. Nein, im Dschungel ist es falsch. Ah, ich sehe unsere Hütte. Okay. Sehr gut. Ich sehe jetzt die Hütte und gehe direkt zur Hütte. Und der Dschungelbereich, du, das ist auch noch ein... Es wird auch noch ein Abenteuer. Das sieht hier sehr interessant aus. Sehr gut. Was ich jetzt mal mache, ist, ich baue mich jetzt einfach mal auf ein Haus, baue ich jetzt einfach mal gerade hoch und mache da oben so einen Waypoint, damit ich das immer wieder finde. Ja, das mache ich auch. Habe ich ja bis jetzt noch nicht gemacht, weil dieser Mod mit der Minimap ist ja neu bei mir. Aber dann werde ich das gleich mal lernen, wie das geht. Haben wir ja gestern installiert, gemeinsam. Genau. Meine ersten Mods. So. Was ich jetzt noch brauche, ist dieser Tweak Inventory oder wie der heißt, wo ich mir das, der mir mein Inventar sortiert. Aber das gibt's glaube ich noch nicht in der neuen Variante. Und ich habe mir auch gestern diesen Mo Creatures Mod angeschaut, den der ja. Gronkh verwendet. Ja. Also, das sind wirklich viele Kreaturen. Mir ist das dann schon fast zu viel, also dass da zu viele Monster sind. Also, ja, man kann die aber wohl, nicht so. Man kann die einstellen. Man kann die einstellen? Ja, ja, man kann die Spawnrate von den Tieren einstellen. So dass du sagen kannst, ich will ganz, ganz wenig Wölfe nur, aber viele Mammuts, also wie du willst. Ja. Aber die gibt's nochmal genauer anschauen. Ja. Hat auch noch Zeit, weil ich glaube, die gibt's noch gar nicht jetzt für diese Version. Okay. Und auch dieses Inventory-Ding, das gibt's noch gar nicht. Kann noch Tage oder Wochen dauern, bis es dann... Ich weiß ja auch nicht, ob die jetzt dann in einer Woche machen sie dann wieder Version 5.2 und dann passt wieder alles nicht. Finde ich auch scheiße. Muss man immer aufpassen, ob man schon updaten soll oder nicht. Ja, genau. Dass man lieber immer ein bisschen wartet. So, weil hier immer noch ganz viele Monster sind, gehe ich jetzt mal... So. Ufo-Mann, wo bist du? Ich bin jetzt gerade reingekommen und kletter hier die Leiter runter. Oder bist du schon draußen? Ich bin oben im Haus. Ach, du bist schon im Haus? Ja. Ich bin jetzt hier zu dieser Höhle gegangen, weil draußen, obwohl es hell ist, sind so viele Monster und ich habe... Eigentlich müsstest du mich hier abholen. Gut, warte. Weil ich habe gar keine Waffen und draußen sind irgendwie total viele Monster. Vielleicht ja Schatten von dem Berg hier oder so. Gut, die Spinne ist schon mal weg. Hey, du hast die Schuhe jetzt auch nicht mehr, oder? Ach, ich hab gar nicht. Ich hab 4 Eier. Ach. Ja. Genau. Gut. Dann machen wir mal Folgendes. Dann gehen wir nach oben und rüsten dich mal wieder aus. Ja, so halbwegs. Wow. Nein. Festgestackt. Aber irgendwie sind die auch wieder geil, die Viecher. Ohne die Creeper wäre das Spiel ja nicht so geil. Mit diesem Explosionseffekt und so. Und wie die dann immer vorher... Das ist ja so, als wenn die vor Wut platzen, sieht das immer aus. Ja. Dann zittern sie so, blasen sich so ein bisschen auf so, als wenn sie so sauer sind, dass sie explodieren. Und dann geht's BOOM! Ja. Verdammt. Mir fehlt ein bisschen Erde. Ich hab noch 5. Geht sich das aus? Ja, reicht. Jupp. So, da nach oben irgendwie. Oh. Müssen wir jetzt auch noch ein paar von allen Richtungen irgendwelche Aufstiege basteln? Ja, dann machen wir uns nachher einfach mit, wenn wir mal im Dschungel waren und uns dort Holz abbaut haben, ganz viel, machen wir uns einfach Stufen oder wir machen Steinstufen. Ah ja, okay. Wie ist denn eigentlich deine Vorstellung jetzt? Steinhaus oder mehr so alles in Holzrichtung? Ich finde das schön eigentlich, also
ich richte mich da gern nach dir, also egal was du sagst. Ja. Ich habe schon Steinhäuser gebaut, ich habe schon einen Sandstein gebaut, ich habe schon mal eins gebaut und danach noch komplett Sand drüber geworfen. Alles Mögliche schon, also mir ist das richtig egal. Ja. Kannst du aussuchen? Also ich würde gut finden, so, es ist zwar auch jetzt schon abgegessen, aber so ein bisschen so dieser so Mittelalter-Stil. Also nicht, dass wir jetzt riesige Bogen bauen, aber immer klar, so eine Kombination aus Stein und Holz, aber eben so ein bisschen mehr so auf alt, wie bei so einem Rollenspiel oder so. Okay. Nicht so modern, so toll. Okay, dann brauchen wir eh so ein Holz oder Fichtenholz eigentlich, weil das, wenn du mal nachschaust bei Too Many Items, das vierte Holz ist das Tropenholz. Schaut so hell aus, das ist das modernere Holz eher. Ja. Man kann auch, wenn man die Stämme unbearbeitet benutzt, hat man diese pure Baumrindenstruktur. Das sieht auch gut aus. Ja, das können wir vom Tropenholz dann schon verwenden. Ja. Aber ein bisschen unterschiedlich ist es eben mit den Texturen. Ich habe ja jetzt dieses Misa-Pack. Das ist schon von Haus aus so ein bisschen mittelaltermäßig. Ja. Deshalb wird es natürlich bei dir und bei mir anders aussehen. Wird auch noch ein Grund dafür. Ich habe ja im Moment ja Nina Craft wieder. Ja, genau. Aber vielleicht lade ich mir auch wieder Misa runter, dass er das bei uns gleich ausschaut irgendwie. Ja. Weil wenn wir Let's Play Together machen, das schaut irgendwie unterschiedlich aus immer. Ja. Verwirrt, glaube ich, ein bisschen. Na, ich hatte gestern noch rumprobiert, aber habe mich dann entschieden, dass ich irgendwie doch erstmal bei Misa bleibe, ohne Shader. Ja. So oft wechseln will ich auch nicht. Gut, ich mache dir gerade wieder ein bisschen Eisen und so. Also, ja. Da drinnen. Und man kann ja auch, wenn man alleine spielt, da kann ich ja genug rumprobieren. Also gestern habe ich bestimmt eine Stunde mit Shader gespielt, aber das ist halt nicht für zum bei YouTube hochladen. Da noch ein paar Sticks, damit du dir Sachen bauen kannst. Herrlich. Dankeschön. Die Tasche. Ich habe hier nur Scheiße gebaut, ey, das ganze Spiel. Ich bin ja nur ein Klotz am Bein. Stimmt gar nicht. Ich bin derjenige, der als erstes gestorben ist, wegen einem Zombie. Ja, also. Das stimmt, aber dafür, das habe ich ja jetzt schon 20 Mal wiederbekommen von der Welt hier. Slimeballs haben wir auch schon zwei. Ba, 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 ba. Braucht man die? Da kann man dann nachher so Sticky Pistons machen, das braucht man dann später für so eine automatische Maschine beim Weizenabbau. Aha. Ist ja praktisch. Gut, Redstone lade ich auch aus, das brauche ich nicht mit. Die Eier sind ja alle weg. Ah, die sind alle beim Essen drinnen. Weil das gehört irgendwie zum Essen dazu. Was hast du gemacht für ein Essen? Bei einer Nahrungskiste sind die Eier drinnen. Ach so, stimmt, habe ich ganz vergessen, dass wir diese Kiste haben. Oh, da ist ja sogar noch Essen, na Gott sei Dank. Nehme ich mir mal gleich was raus. Sehr schön. Ich hab dir da was runtergeworfen gerade. Wenn du dir das anschaust, eiserne Schuhe. Oh, Eisenverschwendung. Stimmt ja gar nicht. Nee? Nee. Ein bisschen mehr Schutz, wenn du irgendwo hinunterfallst oder so. Außerdem, wenn du in den Ofen reinschaust, wir haben jetzt dann noch 11 Eisen. Du hast dir schon ein bisschen was hinausgenommen, glaube ich. Sehr gut. Hast du schon Rüstung? Nein, Schuhe auch. Auch Schuhe, ja. Ich habe jetzt nämlich 11 Eisen schon wieder eingesteckt. Hat sich die Tour doch gelohnt. Hat sich gelohnt. Wir können ja nochmal hinuntergehen. Ich habe nicht alles abgebaut. Und zwar ohne in Lava zu fliegen dieses Mal. Ja. Aber man weiß es nie, so eine Creeper-Sache kann man nicht voraussehen. Ja, leider. Brauchst du auch noch irgendwas? Schaufel, Spitzhacke, Schwert? Nein. Gut, dann gebe ich das nochmal hinein. Es sei denn, wir nehmen zwei Eisenspitzhacken mit. Dann bräuchte ich noch eine. Gut, dann mache ich dir noch schnell eine. Ansonsten habe ich jetzt wieder diesmal ein bisschen mehr Holz mitgenommen, 30, aber eigentlich könnte ich auch einen ganzen Stack Holz mit rumtragen, warum nicht? Ich nehme noch mehr, nehme einen Stack Holz mit, dankeschön. Ja, ich habe auch einen Stack jetzt eingesteckt, das gebe ich weg.
Stackholz? Ja. Ah, okay. Und Sticks habe ich auch, Apfel. Essen brauche ich eindeutig mehr mit, weil wären wir dann nur noch länger unten geblieben, wäre sich das nicht ausgegangen. Ja, das stimmt. Also Ruhe da noch schnell braten. Jetzt, wo wir so genau schauen, so viel Essen haben wir eigentlich gar nicht. Ja, ich habe ein bisschen was schon rausgenommen. Aber so viel, nee, es reicht vielleicht noch für 1-2 Touren, 1-2 Tage, keine Ahnung, 3 Tage und dann wieder alle. Mhm. Wir sind also, ja mal wir sollten, 2. Irgendwo sollten wir seine Hühnerzucht später mal hinmachen, eine kleine. Ja. Gut, 10 Eisen haben wir noch übrig, die lasse ich da. Fackeln muss ich mal noch schnell machen. Sorry, dass ich gerade so lang brauche, aber ich habe alles von dir noch eingesteckt und so. Ja. Und alles andere, also die ganzen Rohstoffe. Ja, ja klar, immer wenn einer stirbt, dann wirft es auch mal sowieso ein bisschen zurück. Gut, Kies nehme ich auch nicht mit. So viel Stein auch nicht. So. Ach, Fackeln, ich habe gar keine Fackeln. Ah. Ich mach mir noch ein paar Fackeln, oder? Ne, ich mach mir schnell welche. Ja, okay, mach du noch schnell welche. In der Kiste habe ich eh viel Neues reingelegt, also Kohle. Ja. Okay. So, unsere Kohle ist wieder aufgefüllt. Wir haben jetzt überall 64 Kohle drin im Ofen. Sehr gut. Oh, es wird schon wieder dunkel. Komm, jetzt machen wir mal eine Nacht, wo wir schlafen. Ja, dann spawnen wir nämlich da auch wieder. Genau. Welches Bett nimmst du? Ah, okay. Nacht. So. Da sind wir wieder. Und wir leben wieder. So. Ach so, erklär mir mal kurz, sind jetzt bei Minute 20. Ganz kurz, wie ich mir, oder wollen wir das danach machen, wie ich mir jetzt hier dieses Haus markiere auf meinem Minimap? Das zeige ich dir jetzt schnell noch, weil sonst dann machen wir halt später noch das Let's Play weiter. Oder ein hast du ausgemacht schon? Nein, habe ich noch nicht, keine Sorge, aber... Vielleicht schaut ja jemand zu, der es auch wissen will. Gut, also wie setzen wir so einen Waypoint? Komm mal mit. Nach oben. So, aufs Dach einfach. Ach so, hattest du ja mal erzählt, oder hatte ich mal irgendwie gehört, dass man das dann nicht im Haus machen soll, sondern oben drauf oder Habe ich dir gestern gesagt, ja. Genau, warum? Weil der Waypoint ist so eine, wenn du nachher mein Video anschaust, siehst du es noch genauer, ist so eine richtig leuchtende Neonfarbe meistens und das nervt dann, wenn du das im Haus drinnen hast. Ah, okay. Schaut es nicht so schön aus. Okay. Stell dich jetzt einfach noch da drauf. Ja. Hüpf nochmal. Oh, ist das schön hier. Warte. Ja. Nein. Erst. Gut. Jetzt da oben drauf drückst du einfach C. C. So, jetzt kommt dieses Waypoint Edit. Jetzt gibst du oben einfach irgendeinen Namen ein in dieser grauen Zeile. Da, okay. Oben. Und gib einfach Haus ein oder so. Haus 1. Gut. Ja. Und dann habe ich eben rot und grün ganz nach rechts gezogen und blau nach links, dass ich gelb habe fürs Haus. Also die Farbe gelb. Und auf OK gedrückt. Das heißt, du hast dann oben immer so einen gelben Punkt und auf der Minimap wird auch immer gelb angezeigt. Ah, okay. Und dann auf OK. Ja. Ah, okay. Ach so, der schwebt ja hier richtig in der Luft. Ja, und der leuchtet auch so komisch. Deshalb habe ich gesagt, nicht so. Im Haus drin. Wenn du dann machst M und Waypoints. Ja, dann sehe ich das oder was? Dann siehst du das. Dann siehst du alle Waypoints immer drinnen. Dann kannst du sie auch an- und ausschalten. Ein hinzufügen, an- und ausschalten oder auch komplett löschen. Das heißt, du kannst sie eigentlich auch theoretisch ausschalten und nur wenn du sie brauchst, die richtigen einschalten. Genial. Ja. Wirklich genial. Also es ist nicht nur das Spiel genial ist, sondern diese Features, die hier die Leute entwickeln, auch richtig geil. Mhm. Gut, auf welcher Länge sind wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt auf 23 Minuten, 24 Minuten, eigentlich könnte man jetzt cutten. Gut, dann gehen wir noch hinunter in die Mine, würde ich sagen, und dann machen wir einen Cut, oder? Wenn wir unten sind? Wenn wir unten, nicht in der Mine, sondern in diesem Haus bei der Mine, oder?
Okay. Machen wir da. Okay. Damit die Leute auch wissen, was sie als nächstes Spannendes... Oh, das ist aber tief. Ja. Als nächstes Spannendes erwartet. Genau. So. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, Leute, weil in jeder Folge wahrscheinlich einer von uns beiden auf katastrophale Weise sterben wird. Ist schon ein Grund, sich das anzugucken, weil es ist sehr, sehr amüsant. Wobei, wenn wir erstmal Eisenrüstung haben und so, dann denke ich mal... So, Großmeister UFO-Mann ist jetzt irgendwo, aber nicht da, wo er hin soll. Ja, ich sehe dich auch nicht mehr. Ja. Ich bin über dem Haus. Ich muss ja nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Sollte ich mir noch einen Waypoint-Höhle machen? Also ich könnte ja jetzt schon wieder hier Waypoint-Birke. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dein Schild. Jetzt da hinunter. Ah ja, da bin ich. Ja, wir können sie ja hinschreiben. Waypoint Mine oder sowas. Keine Ahnung. Stimmt. Wobei die genau unterm Haus ist in dem Moment. So. Unsere super Rohstoffhöhle. Und wenn wir da noch ein paar Rohstoffe holen, werden wir als nächstes wahrscheinlich noch mal ein paar Nahrungsmittel einsammeln. Und dann könnten wir so langsam auch mal wieder bauen oder Holz holen. Pipapo. Und halt mal schauen, was wir noch so machen. Gut, also das war unsere Aufnahme Nummer 6. Und jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.